Ich zeige euch heute die wichtigsten Funktionen in eurem Backoffice. Unter cloud.justprovit.com könnt ihr euch mit eurer E-Mail-Adresse und eurem Passwort einloggen. Falls ihr das Passwort vergessen habt, könnt ihr natürlich unter diesem Button ein neues anfordern. Wenn ihr euch dann angemeldet habt, landet ihr natürlich auf der Startseite. Die hat schon alle wichtigsten Punkte tatsächlich mit drin. Zuallererst oben im Banner seht ihr auch immer alle neuen Aktionen. Und das Wichtigste natürlich erstmal die Sprache ändern. Falls es noch auf Englisch sein sollte, könnt ihr oben gerne auf Deutsch switchen. Ansonsten haben wir oben in der Menüleiste, hier nochmal schnell runtergescrollt, einmal den Button Shop. Dort könnt ihr natürlich normale Bestellungen machen oder eben auch euren Smart Chip verwalten. Und ganz rechts unter dem Zahnrad könnt ihr eure Bestellungen einsehen. Ganz wichtiger Punkt, unter Bestellverlauf seht ihr tatsächlich alle Bestellungen, die ihr bisher gemacht habt. Habt ihr eine Bestellung ausgelöst, dann findet ihr die dort auch. Links seht ihr einmal den Drucker, da zeigt es euch einfach nur die Quittung, die Rechnung an. Da könnt ihr dann wirklich sehen, welche Produkte sind drin. Und unter der Tracking-Nummer, unter dem LKW, könnt ihr sehen, wo befindet sich euer Paket. Falls ihr eine Adresse oder Einstellungen ändern müsst, findet ihr das unter eurem Profil. Dort könnt ihr Adressen ändern, ihr könnt den Namen ändern, Telefonnummer. Wenn wir auf den Shop gehen, beziehungsweise gehen wir mal auf die Startseite schnell zurück, seht ihr auf der linken Seite die wichtigsten Punkte, unter anderem natürlich der Smart Chip. Ganz wichtig beim Smart Chip ist einfach, achtet darauf, den mindestens 3 Monate laufen zu lassen, weil ihr dann nämlich einfach ein Gratis-Paket bekommt im 4. Monat. Ihr seht, wann wird das Paket versendet und welche Produkte sind drin. Wenn wir oben im Menüpunkt bei Shop auf Smart Chip verwalten gehen, landet ihr natürlich in der Produktübersicht. Hier könnt ihr alle Produkte ändern, ihr könnt neue hinzufügen, ihr könnt andere rauslöschen. Da habt ihr wirklich freie Auswahl. Auf der rechten Seite könnt ihr den Warenkorb sehen, das heißt, welche Produkte habe ich aktuell drin oder welche habe ich mir jetzt gerade ausgesucht. Das wäre einmal hier. Und unten drunter seht ihr, was aktuell in dem Smart Chip enthalten ist. Wenn ich da auf den Pfeil klicke, dann seht ihr, okay, das sind aktuell die Produkte, die ich drin habe, wird am 23.03. versendet. Einmal auf Vorsetzen klicken und dann kommen wir auch schon, hier kommt's, auf die Einstellungen, was die Adresse angeht. Ihr könnt euch auch eine neue Adresse angeben, falls ihr im Urlaub sein solltet oder mal woanders hinschicken wollt. Ihr könnt die Versandart wählen, natürlich die Zahlungsweise. Wichtig ist, dass ihr hier unten die 2 Kreuze nicht vergesst, einfach, dass ihr einverstanden seid, dass dieses Smart Chip aktiviert wird. Bestellung abschicken und schon ist euer Smart Chip aktiv. Auf der Startseite könnt ihr dann natürlich unter dem Mein Smart Chip Button auch wirklich nochmal schauen, ist alles korrekt drin. Da haben wir die Produkte, wir sehen, okay, der nächste Lauf ist am 23.03. Und hier könnt ihr wirklich auch nochmal den Termin tatsächlich ändern, wenn ihr sagt, hey, ich brauche es nicht am 23., ich will es schon früher haben. Oder ihr könnt natürlich auch das Smart Chip einfach mal aussetzen. Beachtet aber, jeden 4. Monat gibt es eine Packung umsonst. Also einfach durchhalten. Wenn ihr jetzt Freunde habt, die tatsächlich alle auch bestellen wollen und ihr wollt euren Link weitergeben, dann macht es Sinn, unter dem Teilen-Button, und zwar diesen Marketing-Link für den Shop Keto, rauszusuchen. Und dann seht ihr unten drunter auch gleich den Link, den man kopieren kann. Wenn ihr euren Empfehlungscode noch nicht eingegeben habt, könnt ihr oben unter eurem Namen in dem blauen Balken an einem unterm Zahnrad, genau, Einstellungen. Und zwar seht ihr auf dem linken Balken Empfehlungscode. Wenn ihr dort drauf geht, könnt ihr diesen bearbeiten. Bei eurer Erstbestellung wird einfach irgendwas eingegeben. Ihr könnt euren Namen eingeben, Änderungen speichern. Und dann, wenn ihr auf die Startseite zurückgeht, seht ihr unter diesen Teilen-Code, wenn wir da wieder auf Shopketo gehen und runter, sehen wir dort eben, okay, das ist mein Link, den kann ich kopieren, zum Beispiel per WhatsApp verschicken. Und dann kommt euer Kumpel, Freund, Kunde, Familie auf eure eigene Keto-Seite. Dort müssen sie dann wirklich nur noch das Land auswählen, Bestellung fertig machen und et voilà, eure erste Bestellung ist fertig.
Ab 2 Smartship bekommt ihr euer Produkt gratis.